Jetzt gewinnt die deutsche Meisterschaft zum 10. Mal im Olympischen Cross Country. Ich gratuliere dir. Ganz, ganz tolle Show. Ganz, ganz tolle Leistung. Das war ja der härteste Zielkampf, den ich hier erlebt habe. Ja, war ich schon seit 10 Jahren dabei? Fast. Also das Normale, das ist ja wesentlich einfacher. Heute, was war passiert? Wo bist du gestürzt? Ja, es war zuerst mal zum Anfang. In der zweiten Runde war ich schon vorne und wo man dann vom Bullen da rechts wegfliegt nochmal, wo ich den letzten paar Meter hochgeht zum Teufelskorner, da hatte ich einen Kettenklemmer und musste runter vom Graben, da sind Elisabeth und Arka an mir vorbeigefahren und nachdem ich dann die Kette wieder drauf hatte, war es so, dass ich dann nochmal an der Arka vorbeifahren konnte und einmal ja, es ist vielleicht auch einfach einen Tick zu hohen Puls hat, um halt eine konzentrierte Abfahrt runterzufahren in den Teufelskorner. Und da bin ich gestürzt. Also es war zuerst so, dass ich eigentlich so weggeschlittert bin. Und Adler halt hat dann gemeint, okay, also da liegt ja schon jemand, kann man weich fallen. Und Adler halt ist noch auf mich draufgefallen und da sind wir dann ein bisschen da so, haben wir uns gegenseitig gefangen. Und da hat halt Elisabeth dann eigentlich diesen Vorsprung rausgefahren. Und Adler halt ist nachher dann vor mir wieder losfahren, weil ich darf so ein bisschen meine ganzen Kopfmitglieder einigermaßen richten und dann habe ich halt durch das mit Adler halt hergefahren und konnte ich dann aber dann noch vorne zu der Wendepunkt am höchsten Punkt wieder runtergekommen sind, kommt dann Adler wieder vorbei und ich habe die Autojagd zu Lisa starten. Und ich denke, was war das nicht sicher so, dass ich mit den Abfahrten immer so ein paar Sekunden rausfahren konnte. Und jetzt ein riesenschönes Wasser sah schon anschicht, da war etwa gleich stark. Und nachdem es nach angefangen hat zu regnen, da konnte ich nochmal ein bisschen mehr mit der Abfahrt rausholen. Allerdings war es dann danach so in der vorletzten Runde. Da war es dann nochmal so schwierig, dass ja auch wieder die Abfahrt runterkommt zum Grünthal. Das war so glitschig, also da konntest du eigentlich gar nichts mehr machen, also da hast du dich gerade weggeschoben und da sind wir beide in Schrauben gekommen und da war es so richtig nach, dann wieder weggegangen. Wissen Sie jetzt, warum ich die Sabine Spitz so gerne interviewe? Ich brauche keine Frage stellen. Sie weiß die Frage schon, die ich stellen will. Das hat sie jetzt toll beantwortet. Eine darf ich euch gerne verstellen. Also das ist mir wirklich eine leichte Berichterstattung vom Polen. Stefan Max ja auch nicht, wenn man irgendwas Mikrofon wegnimmt, das mache ich ja immer. Genau, also der Sinn hat ja nach einer riesigen Stimmung da oben gesprochen. Dann hat euch ja nach oben geschrien, als du die Elisabeth dann versucht hast, im Dorf wahrscheinlich auch in deine Chance oder deine Fähigkeit in der Abfahrt danach auszunutzen, nochmal zu überholen. Aber sie hat auch gegengehalten, das war nicht so einfach so dran vorbeizufahren, sondern sie hat auch richtig gegengehalten. Ja klar, ich meine, also auch sie ist hierher gekommen, um den deutschen Titel zu erkämpfen. Und ich meine, also wir haben hier keinen Steinort oder sonst irgendetwas. Also der Beste soll gewinnen. Also ich bin immer dieser Auffassung gewesen. Und das ist auch richtig so, das hat uns richtig viel Spaß gemacht. War eine tolle Geschichte, auch mal Applaus an die Elisabeth Kramer und natürlich auch an Vorrat und vor allen Dingen auch viele Stütze, wie gesagt, wir müssen mal sagen. Aber ich habe ja eh nicht super. Also ich freue mich natürlich auch ganz, ganz riesig, dass Elisabeth Zweite wurde, aber auch noch ganz, wirklich so für mich auch ein ganz, ganz tolles Ergebnis von der Adelheid, weil ich auch weiß, also in ihre Leidensgeschichte und ich denke, das ist für sie sicher eine große Motivation, dass sie heute Dritte werden konnte und von daher bitte ich euch nochmal für die Adelheid auch einen ganz, ganz tollen Applaus zu geben, ja? Also Sabine Spitz.